Mein Name ist Ralf Sander. Ich bin Fachkoordinator für Adipositas und metabolische Erkrankungen am Adipositas-Zentrum Lippe. Ich habe eine zentrale Rolle im Team des Zentrums, woraus sich viele sehr breit gestreute Aufgaben ergeben. So bin ich der erste Ansprechpartner für alle Anfragen an das Zentrum, egal ob sie von Patienten, Zuweisern oder Krankenkassen kommen. Egal ob per Telefon, Brief, Mail oder aus den sozialen Netzwerken. Ich bewerte und filtere diese Kontakte, bearbeite sie oder leite sie, wenn nötig, weiter. Eine zweite sehr wichtige Aufgabe ist die Kommunikation innerhalb des Klinikums und des Adipositas-Zentrums. Auch hier laufen die Fäden bei mir zusammen. Ich verstehe mich als Bindeglied zwischen den internen Instanzen des Klinikums und des Adipositas-Zentrums, vertrete die Abteilung aber auch nach außen. Zweimal in der Woche, montags und donnerstags, finden die Adipositas-Sprechstunden statt, die von meiner Kollegin Frau Dirks und mir geplant und organisiert werden. Hier werden die Patienten sowohl vor als auch nach der OP regelhaft betreut. Außerdem kümmern wir uns darum, die Daten und Ergebnisse unserer Patienten im Rahmen einer Qualitätssicherungsstudie einzupflegen. Den größten Teil meiner Arbeit widme ich aber der Betreuung unserer Patienten im Rahmen des multimodalen OP-Vorbereitungskurses Abnehmen mit System und dem daraus resultierenden Genehmigungsverfahren der Krankenkasse. Als Kursleiter bin ich sowohl planerisch, organisatorisch als auch praktisch als Dozent dort tätig und kümmere mich um die Kommunikation mit den Patienten, unterstütze diese aber auch im Umgang mit Krankenkassen, Behörden oder dem medizinischen Dienst. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erstelle ich auch immer wieder Briefe, Stellungnahmen und Widersprüche als Reaktion auf Entscheidungen der Kostenträger. Eine weitere mir sehr wichtige Aufgabe ist die Kontaktpflege mit Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeverbänden. Hier ist es mir sehr wichtig, Gruppen zu vernetzen, denn nur gemeinsam sind wir stark und können der Stigmatisierung adipöser Menschen entgegenwirken. Zu guter Letzt bleibt dann noch der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Außendarstellung des Zentrums. Hier stelle ich Dokumente, Tabellen, Präsentationen und Filme zum Zwecke der Außendarstellung und der Schulung von Patienten und Mitarbeitern. Gelegentlich findet man mich auch bei öffentlichen Auftritten des Adipositas-Zentrums, die ich organisiere und begleite. Vielleicht sieht man sich einmal bei einer solchen Gelegenheit.